Und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Ich dachte gerade, dass da hinten wäre der Auspuff. Ich stand eben so und dachte, das wäre der Auspuff von dem Wagen. Aber das ist da hinten einfach nur so ein Rohr. Ja, wir suchen jetzt mal den Mine Chief. Oh my, two handsome men at the same time? Is something wrong, ma'am? Nope, nothing at all, mister. Welcome to Mines. Please, take your time to savor everything our town has to offer. Scheint wohl nicht so häufig hier zu geben. Scheint es nicht so häufig hier zu geben. Gut aussehende Männer. What's with the van parked at the front of town? I'm no expert on vehicles, but that van is obviously really nice. Just whose is it? Oh, das wissen die Leute hier also selbst nicht. Dann schätze ich einfach mal, dass es nicht dem Chief gehört. Ich schätze mal, da wohnt der Chief in dem großen Haus. Dann gucken wir doch erstmal, was wir hier unten haben. Ich muss sagen, bis jetzt ist das Spiel schon ziemlich abwechslungsreich. Also von den Gegenden her. One of the miners was attacked by monsters not too long ago. His wounds weren't too serious, but he was told to take a few days off just to be safe. Goddess, I wish that was me. Du wärst gerne angegriffen worden? Das könnte auch der Chief sein. Nein, das ist einfach nur ein Haus. Das ist der Verletzte. Max, how are you holding up? I heard your leg got bit by a monster. Yeah, that happened. The wound isn't anything to worry about, though. Chief told me not to come to work until I've recovered, sad to say. Oh, I see. Well, I guess it's wise not to push yourself before you've recovered. Mit dem werden wir höchstwahrscheinlich noch reden müssen. My husband was recently attacked by a monster on his way home from work. I'm just glad his wound isn't too serious. If I were him, I'd be thinking I'm so lucky to get a few days off from work. Ja, aber er denkt eher daran, dass er lieber arbeiten würde. Ich meine, wenn er jetzt nur ins Bein gebissen worden ist und da nichts Schlimmeres ist, dann verstehe ich nicht, warum er im Bett liegt und nicht irgendwie was macht. You know about that locked tunnel outside of town, right? Apparently it's a long abandoned mineshaft. Doesn't that sound awesome? I really want to explore it someday. Und wahrscheinlich führt durch diesen abandoned mineshaft kann man dann in so ein Areal gelangen, wo dann wieder Luft drüber ist, wo alles frei ist, wo Luftschiffe und sowas landen können. Und dann können da Leute nämlich ganz schlimme Sachen machen und Luftschiffe entführen und die da unterbringen. Then again, going anywhere near would put me on the mayor's bad side. Du willst nicht auf der Naughty-Liste stehen, sondern auf der Nice-Liste bleiben, ne? Sonst kommt der Weihnachtsmann nicht mehr. Der Ziegel in... Ach, diese deutschen Namen, ich hab sie vermisst. Welcome, if you want to order something, do it at the counter. What? Do you have business with me or something? Nein, hab ich nicht. Auch nice hier diese Tische, die sehen aus, als ob die so aus Rädern von irgendwelchen Minecarts oder so gemacht sind. So. Was haben wir denn hier, was können wir denn hier kaufen? Nightmare Killer. Cure Sleep, Confuse und Faint. Juicy Steak. Stärke plus 25. Ach, gut. Nehme ich mal nur den Nightmare Killer erstmal, ja. So, und jetzt reden wir mal nochmal mit der, ne? Hi, I haven't seen you all around before. From Crossbow City, I take it. Sorry to say, you did not come at a good time. Recently, wolf-like monsters have been rampaging through our town. Ich weiß doch. They even hit our food storehouse near the front of the town. Jeez, what's their deal? Ja, wahrscheinlich hat eine gewisse Society da ihre Finger im Spiel. Ich frage mich, ob wir unseren allerliebsten Phantom Thief wiedersehen. Vielleicht treibt er auch hier seine Spielchen dann mit uns. Wäre auf jeden Fall lustig. So. Gut, da war nur dieses eine Zimmer bewohnt, wie es aussieht. Ohoho, this place truly deserves its reputation as the leading Septium mining town on the entire continent. Of course, my lady.
After all, you were able to strike quite the alluring deal with Mayor Brixen yesterday. As things stand, obtaining those beautiful septum crystals is only a matter of time. I was unsure of what to do, but no longer. I'll be staying here until those crystals are finally mine. Okay, wenn du das meinst. Dann haben wir jetzt eigentlich alle Gebäude schon angeguckt, glaube ich, oder? Nee, man kann hier, glaube ich, auch noch außen rum gehen. Hier kann man noch nach oben. Hier ist die Bäckerei. Bäckerei General Store, okay. Der Typ, dem das gehört, heißt wahrscheinlich einfach Bäckerei. Talk. Der Typ heißt einfach Bäckerei. Was ist denn das für ein Scheiß-Vorname? These recent monster attacks or whatever really fire up my ointment. You know someone in town got mauled by one of those things. Wenn wenigstens Bäcker heißen würde, das würde ja noch Sinn machen. If something ever tried to hurt my Kimmy, there'd be hell to pay. Ich gehe mal davon aus, dass das Kimmy ist. I love helping Daddy with work. Daddy may be a little rude to our neighbors, but he's always nice to me. Ja, das ist ja die Hauptsache, ne? So. Ich sehe hier aber... Es sei denn, das sind keine Kartoffeln, sondern Brötchen. Aber ich sehe ansonsten hier sehe ich keine Backwaren. Zeig mir mal, was du so im Angebot hast. Back Alley Dr. Glenn, Chapter 1, Chapter 2. Popular series published in Crossbow State. Protective Helmet. Ich muss schon sagen, ich sehe hier, dafür, dass da Bäckerei draußen dran steht, haben wir hier sehr wenig, was irgendwie an Backwaren erinnert. Also ist das wirklich einfach nur der Name von dem Typen. Warum heißt der Typ Bäckerei? Was ist das? Ein ganz normales Haus. Children can't seem to get enough of sneaking into places they shouldn't. I really hope Alec didn't sneak into the mine again and cause everyone trouble. With all the monster attacks recently, I wish he would be more careful. Okay, dieser Mineshaft scheint ja wohl irgendwie noch was Besonderes zu sein. Ach, guck mal, nee, hier ist nochmal eine richtige Mine, ne? This must be the entrance to the mines mine. It's locked. Can't blame them for being cautious of the wolf attacks. Dann können wir ja hier jetzt weitergehen zu dem Haus von Mayor. Obwohl, okay, hier ist nur eine Plattform da. Ich dachte, das führt jetzt aufs Dach davon, weil ich habe eben schon auf dem Dach jemanden rumlaufen sehen. Der Typ heißt einfach Bäckerei. Das will mir immer noch nicht aus dem Kopf gehen. Das muss es sein. Hold on. Voices can be heard from inside the door. Is something wrong? Not really, but it sounds like the mayor is in the middle of something. Maybe he has visitors? Oh, you folks have business with the mayor? Yeah? Yeah, we were looking for him. So, we came to the right place after all. That's good news. Yep, this is the place, but you see... Probably not a good time to barge in right now. Sounds like he's having a serious discussion with someone or another. A discussion about what? You know how the CGF pulled their forces from the area this morning? They didn't find any clues on the beasts that attacked mines, so we were freaking out about what to do. As that happened, some help showed up from the city. Help? Only one group comes to mind. The Bracers, probably. Not toll. I don't know much, but I think they were coming up with countermeasures against the monsters. Now, I also don't know why you're here either, but I'd wait a bit before you see the mayor. Also, wenn da die Bracers sind, dann müssen wir da jetzt reinstürmen und denen das Geschäft madig machen. What should we do? Vielleicht sind ja sogar Estelle und Joshua da drin. If he's busy, it would be unprofessional to storm in on him right now. Let's gather all the information we can around town and reconvene here later. I think that's about all we can do in this situation. Nothing likes to be clear-cut in this line of work, eh? Ja gut, dann müssen wir sowieso nochmal mit allen reden, dann fange ich gleich hier unten an, wo der Typ da liegt, der angegriffen wurde. Ne? Ist ja der Wichtigste.
I suppose to help Marlo learn the ropes, but I'm supposed to help Marlo learn the ropes, but I can't really do so much with the sorry state I am in. All of this is that damn mutt's fault. Next time it shows up, I'm gonna beat it silly with the dull end of my shovel. Ja. Ah, okay. Auch nichts Neues. Wir haben doch mit allen jetzt schon geredet. Hatten wir halt auch vorher schon. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, der eine Typ nicht mehr da ist, ne? Ja, das. Gut, das kennen wir auch schon. Ah, hier. Hier können wir noch oben. Müssen wir mit dem nochmal? Nein. Ich dachte gerade, das wäre das Mayhaus, aber da konnte man. Da ist doch auch jemand oben drauf gewesen, oder? Habe ich das nur falsch gesehen? Habe ich wahrscheinlich nur falsch gesehen, aber eigentlich haben wir mit allen geredet. Sollen wir ins Inn? Hier nochmal mit ihr reden. Ja, wir sind von Chris. Ja, okay. Wir haben mit allen geredet. Vor allem sagen die auch alle das Gleiche. Das ist das Problem. Ich wüsste nicht, wen ich hier jetzt noch... Es sei denn, hier sind noch jetzt Leute drin, die vorher nicht da waren, aber... Nein. Das heißt, ich habe eigentlich mit allen geredet. Sagen die noch was Neues? Ja. Mhm. Ist immer noch das Gleiche. Ha! Müssen wir wieder aus einem bestimmten Haus rauskommen, damit wir da reingehen dürfen? Oder müssen wir dieses Auto da nochmal untersuchen? The guy with the jacket is super cute, but the tall redhead looks like a total bad boy. Is there something wrong with her, or... having a lady stare at you ain't the end of the world, Lloyd. Nee, nicht wirklich. Kann man das eigentlich noch weiter treiben? Sagt die dann noch irgendwas anderes? Nein, wieder das Gleiche. Okay. So langsam haben wir dann aber wirklich alles gesehen. Müssen wir in je... Ich gehe einfach in jedes Haus nochmal rein. Kann ja sein, dass dann plötzlich was anders ist, wenn man rausgeht. Ja, er ist immer nett zu dir. Talk. These recent monster attacks or whatever really fire up my ointment. You know, someone in town got mauled by one of those things. Ich weiß, ja, genau, ja, okay, das. Ha. Huh. Dann hier hoch. Ist hier jetzt irgendwie was anders? Nein. Das ist doof. War ich hier schon drin? Ich glaube ja, ne? Children can't seem to get enough of sneaking into places they shouldn't. I really hope Alec didn't sneak into the mine, bla bla, das kennen wir doch auch schon. Hä? Ich war überall. Was willst du von mir, Spiel? Kann ich jetzt hier nochmal hingehen? Ich hab doch mit allen schon geredet. Voice can be heard from the center. Ich hab mit allen geredet. Really mit allen. Ich war auch überall drin. War ich hier nochmal drin? Ach, hier habe ich noch gar nicht mit der geredet. Das Haus habe ich bis jetzt übersehen. Ownership of Crespel has long been disputed between Erebonia and Calvert. The septium produced here in mines has been one of the leading causes of that. Nowadays, Crespel's prosperity comes from being Zemuria's leading trade center. But that doesn't mean septium mining isn't still important. So, jetzt haben wir aber mit allen geredet. Mit allen. Hallo? Ja, genau, das weiß ich schon. Ich leg mich gleich einfach daneben. The dead wolf bit me real good. I can't even afford to go to work with the state I'm in. Next time it shows up, I'm gonna beat it silly with a... Ja, sagt mir noch was anderes? Je nachdem, aus welcher... Nee. Sagst du noch was anderes?
anyone would have gotten hurt if they were ambushed while it's dark out. If I were him, I'd be thinking I'm so lucky to get a few days off from work. Achso, ja, gut. Ja, da glaubst du, das war genau gut. So. Being able to sit in bed all day because of some little cuts would be a dream come true. Muss ich alle zweimal ansprechen jetzt? Ja, das weiß ich schon. Und wenn ich dich jetzt gleich nochmal anspreche, dann kommt nochmal genau dasselbe. Okay. Dann rede ich mit dem Kind hier nochmal. Ja, das weiß ich. Und wenn ich jetzt nochmal das sage... In all the abandoned mine like that, you just know there has to be some sort of secret treasure sleeping in there. Na endlich. Give our offer some thought, okay? We'll be in touch real soon. Actually, we'll come to ask you about it tomorrow, so we'll expect an answer then. Ach, die Mafia ist das. Es sind nicht die Bracer. All it will take is one more little push from us. Almost there. I can see the bonus already. Sind gar nicht die Bracer, es ist die Mafia, die wahrscheinlich auch die Wolf-Attacken hier ausgelöst hat. Mit Hinzunahme natürlich einer gewissen Organisation, die wahrscheinlich hier wieder ihre Finger im Spiel hat. River Shaguns? They're the last people I expected to show in mines. Whoa, wait a second now. Why the hell were they talking to the mayor? We assumed the Bracers were going to help, but the reality was much worse. Yeah, I'd rather they had been Bracers. Huh? Ah, und denen gehörte dieses Auto. Jetzt sollten wir aber dringend mit dem Mayor reden. So, that wasn't the mayor's van, but theirs. Das war mir eigentlich schon klar, dass wenn da jemand stand, der gesagt hat, er hätte diesen Wagen vorher noch nie gesehen. Rivershe has got their hands on Imperial-made vehicles, have they? The question still stands. What business could the Mafia have with a mining town like mines? True. I bet they'd rather avoid working outside of town. Not really their M.O. All we can do is ask the mayor about it. Hopefully he can give us leads on the wolves and why the Mafia decided to pay him a visit. Ja, dann lasst uns doch mal mit ihm reden. Dann lasst uns mit ihm reden. Hey, Mayor. What? You are already back? Excuse us. Didn't you hear me? I can't make a decision just like that. Come back some other... what's this? Oh, Maya, aren't you the You aren't the people who we just spoke to, are you? Nein, sind wir nicht. Das erkennt man aber auch. Oh, pardon my rudeness. I'm Bixen, mine's mayor. It's fine, sir. We apologize for visiting at such a stressful time for you. Well... I wouldn't say I'm particularly bothered by it. Vor allem hat diese Mafia ja ihre, Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange meine Aufnahme wieder abgekackt war, aber mal wieder hat Odyssey einfach so meine Aufnahme beendet. Fragt mich nicht wieso, ich wüsste die Antwort selber gerne. Ja, toll. Who exactly are you, folks? Alright, Crossbow Police Department, Special Support Section. We came to ask you about the recent monster attacks, if you don't mind. Muss man da jetzt wirklich jede Sekunde drauf gucken, ob's noch läuft? Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert ist. So völlig grundlos einfach Aufnahme beendet. So that's it. You're with the city's police department, are you? At first, I thought you were Bracer rookies who decided to swing by mines. Yeah, we get that a lot.
You see, we already asked around town, trying to dig up any information we could. According to what we heard, there hasn't been just one isolated case. You heard correctly. Now there have been 3 separate attacks in the area. Was ich sagen wollte, was aber wahrscheinlich überhaupt nicht mehr aufgenommen wurde von dem Scheißprogramm, was soeben erneut ausgefallen ist, nachdem ich diese Worte ausgesprochen habe. Ey, ich dreh durch. Ich dreh echt durch. Was ist das für ein Scheiß? Was ich eben sagen wollte, ist, dass diese Ravishing Group ja alles in ihrer Kontrolle hat quasi und dass sie auch dafür verantwortlich ist, dass überhaupt erst diese Notlage geschaffen wurde, dass die CGF abziehen musste und sie deswegen überhaupt erst die Möglichkeit haben, sich selbst einzumischen. So. Ich muss jetzt richtig schnell reden, damit ich überhaupt irgendwelche Sätze zu Ende gesprochen kriege, bevor die Scheiße hier wieder ausfällt. Man muss echt jede Sekunde da drauf gucken. Was ist das für eine Kacke? Each incident took place at night, and no one was injured during the first 2. But yesterday the culprits drew blood. Luckily, he only suffered minor injuries, but the damage caused by the beast is getting worse. As a result, the whole town is too nervous to step outside right at night. That's worse than I thought. And nothing came of the Guardian Force's investigation? Silch. Was? Those wolves, or whatever they are too cunning for their own good. However, the CGF is still the CGF. What do they think they are doing, abandoning us, not solving a thing? Doesn't that just grind your gears? I understand your confusion, sir. Looks like they got a lot to worry about. Ja, und diese Leute, mit denen ihr gerade geredet, warum sagst du ihnen das nicht einfach, dass die Leute, mit denen sie gerade geredet haben, dafür verantwortlich sind? You probably requested help from the Bracer Guild, eh? Yes. Well, before the CGF arrived in Mainz, we submitted a request to the Guild. Sad to say, the Guild was too caught up in something and couldn't send anyone here. In the end, the CGF was dispatched to Mainz, and I knew full well they couldn't watch over us 24/7, but... It must have caught you off guard for the Crossbow Guardian Force to suddenly withdraw this morning. Exactly. It's like my father used to say, when it rains, it pours. Since I had nothing else to lose, I decided that I might as well ask the Guild for help again, but someone else knocked on my door first. Ravishy. I'm sure you saw them before you came in. You mean Ravishy? If you don't mind me asking, what do they want to talk to you about? I don't mind sharing. With the CGF gone, Ravishy has offered to become the town's new bodyguards. The beast could attack any time, they told me. Ja, jedes Mal, wenn sie es denen befehlen. Bodyguards? Them? Interesting. I doubt they're doing it out of the kindness of their heart, right? No, they aren't. But they also weren't planning on taking Mira as payment. Ja, wahrscheinlich wollten sie Septium, ne? Instead, they wish to build a monopoly on our Septium operations. A monopoly on your mine? The state government should have the mining rights, shouldn't they? Yes, to ensure we don't mine too much, we have to abide by government mandates. Because there's an international demand for Septium, we can't go overboard with selling it. However, who we sell our Septium to is ultimately left to our discretion. For them, playing bodyguard obscures the real objective, controlling Mainz's Septium industry. Be that as it may, we still have partnerships we've built up with merchants over the years. No matter which way I try to look at it, this whole thing is a disaster. I'm sorry to hear that. Things seem to go straight to Gehenna whenever Ravishy is involved. Mayor Brixen, how do you feel about letting us handle the attacks from here on out? I think we're capable of cracking this case. Really? Lloyd, are you sure? You said you're the special support section. Is it really smart to rely on the police rather than CGF or Bracer Guild? Ja, ist es. Vor allem,
eher als das CGF. You can trust us with this, sir. If things go according to plan, we can have this solved by tomorrow. Ja, es ist ja jetzt schon Abend. Hast du den Mund da nicht ein bisschen vollgenommen? Lloyd, was it wise to promise something like that? We confirm that there are two types of wolves present in this case. You really think we'll be able to take down the culprits by tomorrow? Well, we don't necessarily need to exterminate them, for starters. From the very beginning, our job was to clear the fog surrounding the mysteries in the CGF's report, right? Ja, den Rest übernimmt das CGF. Well, when you put it that way... Without meaning to, we swapped that objective to dealing with the monsters themselves. I have a proposal, everyone. Like that white wolf implied, I think we already hold all the clues to the case. Why don't we try to have one last meeting and brainstorm about the entire case? I think that's a good idea. If we try to piece everything together, maybe we'll discover something new. Alrighty. If that's the plan, we should probably catch the bus back to the city. That's not necessary. We can always just stay in Mainz overnight. The inn's guest room is big enough for us to hold our meeting. Someone's eager? Lloyd, if our first case is anything to judge by... You must have realized something about the case, eh? Just like you did with that mess in downtown district. Genau. Also lösen wir jetzt den Fall. Yeah, I have. Though I'm not 100% sold on my theory yet. Das hast du beim letzten Mal auch gesagt. If you're willing, I'd appreciate your help in sifting through all of this evidence at the meeting. We're happy to help. We should hurry and book a room at the inn if we're ready. Es macht mich echt paranoid. Ich muss jetzt die ganze Zeit gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Now, let's try to sort through our information and come up with a game plan. Many details were foggy in the CGF's initial report. We knew about the string of monster attacks, but not much more. Unfortunately, our investigation shed light on many of those points. But there's still something important that we haven't been able to confirm yet. I thought we'd gotten everything. Huh? What are you talking about? Was muss noch, was das Monster überhaupt vorhat? We still haven't pinned down the first thing detectives usually look for in an investigation. The monster's objective behind all this. Yeah, that's a good point. Taking the damage they did to St. Ursula into account, it doesn't look like they did it cause they had the munchies, does it? And according to our Morika village chief, there's a possibility that all of these attacks are a warning from the Divine Wolves, but it's more likely that those Black Wolves are our culprits. Yes, I agree. If that's the case, our search for our objective is just as bleak as it was minutes ago. I'm afraid so. Still, it's too early to conclude that everything happened because those wolves felt like it. Nein, sie wurden von Ravishy angewiesen. While it may only apply to the hospital case, the wolves must have needed quite the entry route to reach the roof. It's also strange that they left without damaging anything and seemingly held back. That is peculiar. It would be unprofessional to conclude that it was just the pack's whim. Basically, our motive is hidden from us. That in itself is a clue, ain't it? Exactly, Randy. In these sorts of cases, people generally follow a particular framework. Different attacks by the same pack. I think if we analyze each individual framework, that could lead us to a proper motive. Framework? It's nothing too complicated. Generally, crimes consist of four aspects: culprit, objective, means, and result. What do you think would happen if we decided to shift what we know around? How so? Wait a second, I'll write this out for us to see. Culprit Black Wolves, objective unknown, means wolves' abilities, result property damage and injuries. Yeah, that's the gist of it.
So how do we go about this shifting you were talking about? Well, how about this? Which one corresponds for the culprit? The black wolves. Which one corresponds to the objective? Unknown. Which one corresponds to the means? Wolf's abilities and result. No, that still doesn't work. Let's give it another try. Huh? Culprit unknown. Correspondive. Which one corresponds to the objective? Damage. Which one corresponds to the means? Black wolves. Wolf's abilities. Nochmal. Culprit ist auf jeden Fall unknown. Objective sind vielleicht die Black Wolves. Means are the Wolves Abilities und das Result ist Damage and Injuries. Nein. Was willst du von mir? Also unknown Culprit auf jeden Fall. Objective ist vielleicht ebenfalls unknown. Obwohl, nee, wir wollen ja das Objective rauskriegen am Ende. Das Objective sind die Injuries. Means sind die Black Wolves. Und das Result sind ebenfalls die Injuries. Wir können das ja mehrfach auswählen. Culprit is unknown. Objective sind die Damage Injuries. Ah, Moment. Wolf's Abilities. Nein. Yeah, I'm not sure where I was going with all this. What if I tried this? Culprit Unknown. Das wollte ich gerade machen. Culprit Unknown. Objective, Wolf's Abilities. Okay, Means, Black Wolves. Result, Property Damage and Injuries. Das hätte ich jetzt nicht machen wollen. Ich hätte Culprit Unknown gemacht. Objective war halt auch Unknown. Und Means waren die Black Wolves. Aber okay, wenn du das so meinst. Aber eigentlich ist es schon klar, dass es die Mafia ist. Ich bin halt einen Schritt weiter, deswegen weiß ich nicht, was du mir damit sagen willst. That's it. If we go by this now... Rather than the wolves being the culprit, they were the means, and using the wolves' abilities was the objective. Whoa, Lloyd, you completely flipped the case on its head. So you're thinking that people are behind the attacks after all? Ja, das dachte ich aber schon lange. If they're able to control the wolves, it's natural to think so. Our only problem is not knowing the exact method of control. Luckily, we have a particular statement that can help us guess their method. From someone we talked to? Yeah. Oh, I think I know. You picked up on it too? Genau, jemand hat gepfiffen. You see, that statement came from... Das war doch Lytton, oder? Oder war das Shizuku, die das gehört hat? Ich glaube, das war Shizuku, oder? Shizuku McLean, the Divine Blade of Wind's daughter, will be the key to cracking this case wide open. Shizuku's statement. Well, I was starting to get a little anxious, so I opened the window and listened very carefully. I didn't hear any more screams, but I did hear something that almost reminded me of someone breathing. After hearing that for a few minutes, I suddenly heard what sounded like something jumping. But there's more, I think. There was something else I heard on top of what I already told you. For some reason, I feel like I heard a faint whistling sound coming from outside the hospital. Genau das. Hold on! Was that whistling how they controlled the wolves? Yeah, I think it's likely. Wolves are quite similar to dogs. Their ears can pick up frequencies that the average human ear cannot.
Special whistles have been made to exploit that for a while now. Oh, perhaps they use a dog whistle, eh? Aber Shizuku ist kein Hund, hat's trotzdem gehört. If you train them well enough, you can't get warhounds to a damn near anything. To do damn near anything. Well, it's not like armies use them, it's mainly just Jägers. I see. Interesting, I think I'm starting to see the dots connect. If this was their method, they'd need a way to transport the wolves around. Wait, did they... Mit dem Wagen, ne? That's right, we even saw that black van earlier. It may lack decisive evidence, but it's still the best explanation we've got right now. In the end, everything was connected. Their motive must have been to monopolize the septium industry, right? No, maybe that was just a bonus? That's what I'm thinking. Die wollten die komplette Kontrolle über die Stadt haben, ne? Rivershe is going all out in their efforts to overwhelm and conquer their rival group, Heiyu. And if they wanted to use those wolves in their fight against them, then... They'd have to test whether or not they can control the beasts. Because they'd be useless if they don't follow any of their orders. That's the truth behind all of these different attacks, ain't it? Yeah, I have no doubt. To start off, the Mafia visited the village after this, right after the CGF withdrew. Isn't that too strange to be a coincidence? And if the CGF commander who gave the order really is tied to a Diet member, don't you think they probably collaborated with this entire thing? Yes, that very well could be. I knew there was corruption in the Diet, but to think they'd actually go this far, das war eigentlich klar. Das war mir von Anfang an klar, dass das Probleme macht, diese Korruption. Do you think they plan on going further? Considering they've already conducted combat tests, you'd think it would be enough. Ich meine, wenn man Trails in the Sky vorher gespielt hat, weiß man, wozu Leute fähig sind, die auch in höheren Positionen sitzen. Ne? Die übernehmen dann einfach mal komplett das Land. Aber die waren auch unter dem Einfluss halt von der Society. Und ich weiß nicht, ob die hier auch wieder ihre Finger mit drin hat. Given how the CGF withdrew, you'd think they no longer want to conduct any more tests. But something about that doesn't sit well with me. Their actions this time around seem unnecessarily ambitious. A monopoly on the septium industry. If they really wanted that, they'd have to act one last time, wouldn't they? Judging by past encounters with Rivershe, I'd say you're spot on there, Teotot. When do you think this supposed attack will occur? Jetzt gleich, ne? Let's see. We know that Mayor Bixen is probably going to contact the Bracer Guild tomorrow. If they really plan on following through on their threat, tonight is their only option. Deswegen wolltest du auch unbedingt hierbleiben, ne? Well, it doesn't leave us much choice. We're going to ambush the wolves and arrest the Rivershe members behind this, then? We must! There's no overlooking something this big! Should we contact the CGF for support? No, if the CGF takes part in this, I bet the Mafia will get to go home scot-free, given their ties to that Diet member. We have to do this alone. Understood! Denn dafür sind wir da. If they appear, it will most likely be in the middle of the night, right? All the other incidents have occurred late into the night, so that would be a safe assumption. We still have some time left before dark. Should we go over our strategy? Well, if we're running short on supplies, we should take care of that first. Once we're done preparing, let's wait here on standby until midnight. When you're ready to wait for midnight, inspect the table. Okay. Ich speichere gerade nochmal. Ich will mal gerade gucken. Ja gut, das da sehe ich nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Ich wüsste nur gerne, wie viel verloren ist durch diese Kacke mit Audacity. Falls jemand dieses Problem kennt und eine Lösung dafür kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie steht's denn eigentlich um unsere Supplies? Terrorbaum 4 könnten ein paar mehr sein, ne?
Komm, so decken wir uns nochmal ein. Wir decken uns gerade nochmal ein damit und dann geht's los. Können wir Bixen eigentlich einweihen? Gehen wir mal zu dem Herrn Bäckerei. Shop. Buy. Teerbaum. Nehmen wir mal für 1000 Mirror noch welche mit. So. Daddy, it's so late. What's for dinner? I'm starving. Oh, only your favorite, Kimmy. My homemade hamburgers. Woohoo, I love those the mostest. The mostest, genau, das macht Sinn. Das mag sie am meistesten. Gut. Ich würde sagen, wir sind dann soweit fertig. Und können weitermachen. Stand by until midnight. Sind wir vollgeheilt eigentlich? Well, once we're all prepped, let's head on back here. Sounds good? Ja, genau. Ich speichere gerade nochmal und dann starte ich das. Und ich hoffe mal, dass es durch das Warten automatisch aufgefüllt wird, meine EP. Alright, if we're ready, let's stand by here until midnight. We still need to decide on our strategy for when the monsters show up. Simply driving them away from the town will not be enough, correct? Right, we also have to corner the mafia goons who are pulling the strings. This is starting to sound a bit trickier than we thought, eh? Ja. Wir müssen sie auf frischer Tat ertappen. Ah, jetzt habe ich mit dem Mayor gar nicht mehr geredet, um den noch einzuweihen. Verdammt. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Maybe I had a little too much to drink. It's already gone this later. Mayor told us to head back home early, you know. Oh, worried about a few small monsters? I put a shy visit in the casino to keep slaving away in those damn mice, man. Give me some slack and let me have a couple of drinks, dammit. Dude, every weekend you go to that casino and bleed yourself dry. You must be the best regular, huh? You know, given how much Mira they milk out of ya. Shut up! I was saving my money for my next trip. Just so watch, I'll score big at roulette next time and win everything back. Huh? Hmm? Did you hear that? The hell? Das sind die Hundis, ne? No way, the wolves? Please, stay away from me! Help us, Adios! You too might want to cover your eyes! Eine Blendgranate! What was that? Flashbang. These babies are pretty useful against mutts like these. You guys? From earlier? Save the talking for later. For now, go take shelter in the inn. Yeah. What's going on? Der kriegt nicht mal mehr mit, was passiert, so besoffen wie der ist. Und wir kümmern uns jetzt um die Hunde. Sag mal, will mich dieses Scheißprogramm verarschen, ey? Ich raste aus! Es ist schon wieder abgekackt, es ist innerhalb dieser Folge 10-mal oder so abgekackt! Was soll das? Das macht so keinen Spaß mehr!
Damn, they recovered pretty quickly. This is gonna be a real pain in the ass. So wie dieses Programm. Alright, everyone. Let's take them out. Das hat bisher immer funktioniert. Ich weiß nicht, was jetzt das Problem ist. Ja. Irgendwie finde ich meine Positionierung jetzt nicht so optimal. Wenn das zu deiner Taktik gehörte, Leute, dann... Keine Ahnung, was du damit vorhattest. Toll, Attack Delay. Ich will erstmal den einen loswerden. Ich habe ja eigentlich hier sogar meine S-Craft. Also warum mache ich das nicht einfach? Ich meine, ist ja eigentlich nur sinnvoll, oder? Die bei dem Boss zu benutzen. Das Ding ist jetzt gleich dran. So, aber ich hau jetzt einfach mal Randy dazwischen, damit er diesen Rush kriegt und nicht die Viecher. Er muss natürlich hier die beiden treffen. Crimson Geiru! Und dann kannst du den angreifen. Aether Buster, du kannst die beiden treffen. Sind fast kaputt. Erstmal auf den da. Der ist am ehesten schon. Vielleicht sollte ich dann wirklich auf den erst gehen. Weil irgendwie scheint ja. Tios S-Craft so viel stärker zu sein als die von allen anderen. Obwohl Randy hat da ja auch mit draufgehauen, ne? Die haben zu zweit auf die beiden draufgehauen, während Lloyd ganz alleine auf den einen draufgehauen hat. Ach, der ist blind. Das ist schön. So, jetzt hauen wir den kaputt und dann haben wir gleich nur noch einen. Geh du auch mal auf den da. Ich hätte mich überhaupt nicht mehr eindecken müssen mit dem mit Heilzeug. Im Moment sind die halt so, was den Schaden, den die machen, angeht, überhaupt nicht gefährlich. Fang. So, jetzt kannst du Tear machen auf ihn. Bist auch sofort dran. Und die Aufnahme läuft auch noch. Was ein Wunder. Das kennt man ja gar nicht mehr. Und Attacke. Das wird übelst die Scheiße, das alles zu schneiden am Ende. Eigentlich bräuchte ich noch jemanden, der auch paralysieren kann. Weil zaubern tun die ja nicht wirklich, diese Wölfe. Attacke. Und ich glaube, wenn Randy jetzt nochmal drauf hatte, ist das Ding besiegt, oder? Danke. Sogar Overkill. Beastflash und Reviving Baum. Phew, they definitely were a handful. Now that I take a closer look, they look like dogs, not wolves. So, these were trained warhounds after all. Und sie stehen wieder auf. Und rennen weg. Dang, still kicking, huh? It's fine, just follow them for now.
That probably lead us back to where the mobsters are. Right! Genau. Jetzt haben wir sie am Wickel, oder wie das heißt. Am Schlafittchen haben wir sie jetzt gepackt. Und guck mal, da stehen sie sogar mit ihrem Wagen. What the? Why are you mutts back here so soon? I'm pretty sure we ordered you to tear those townspeople to shreds. What's the matter with you? Freeze! What? Who the hell? Crossbow Police Department, Special Support Section. You're with Rivershire and Co., aren't you? You're under arrest on the charges of property damage and assault. The cops are here. How'd they find us in a place like this? Indem wir euren komischen Wölfen gefolgt sind? The Special Support Section, eh? You're the guys who took down Fabio and his man, aren't you? These are the runts that messed up our plans in the downtown district? How cute, they remembered us. Should I feel honored? Because honestly, I could not care less. Well, not like it matters. We gotta teach these junior detectives a lesson. You took real good care of our friends, so it's only natural for us to return the favor, yeah? Looks like you dealt with our warhounds too. Perfect. We'll have you on your knees begging for mercy. You're resisting arrest. Obviously, you moron. Get ready, cause it's clobbering time. Na toll, jetzt sind die geheilt. Jetzt müssen wir nochmal gegen die kämpfen. Tch. Crap, they brought meds. You seriously think props like ourselves wouldn't come? Pros like ourselves wouldn't come prepared? Als ob Medikamente so funktionieren. Man schmeißt die einfach in die Luft und plötzlich heilen, sind alle wieder gesund und munter. Sick 'em! Yeah, rip out their throats! Here they come! Don't hold back. Gut. Beziehungsweise nicht gut, weil jetzt habe ich meine Dings gar nicht. Jetzt habe ich ja meine CP gar nicht voll. Die habe ich ja eben schon leer gemacht. Dann mache ich erstmal die beiden Mafia-Typen weg. Sollte ich wahrscheinlich auch. Quake. Sollte vielleicht öfter mal Earth Pulse. Recovery auf einen. Nee, das ist doof. Luck Crest. Wir können ja alle unsere Def steigern, aber das auch nicht. Du hast auch noch. Du kannst auch Encourage machen. Und unsere alle ATK steigern. Craft. Beam Zenba. Slices Force with Beam. Du kannst auch normal den da angreifen, ne? Das war gut. Für mich. Jetzt muss Randy gleich erstmal geheilt werden. Die müssten alle gerade einmal geheilt werden. Art. Oder ich hau Ellie, die hat doch eine Heilungs-S-Craft, oder? Aura Rain, dann hau du die doch mal gerade rein. So. Quake. So, jetzt kannst du hier auf den Quake machen. Du gehst auf den da hinten. Tja, nicht getroffen. Du gehst auch auf den hier vorne.
Wake. Du kannst den nicht angreifen, weil du da nicht drankommst. Okay, dann greif. Dann greif den da an. Du kannst den da aber anschießen, nicht wahr? Craft. Du kannst auch hier Salamander. Mach mal. Kannst du damit zwei treffen? Nein, ne? Kannst nur einen treffen. Dann mach mal deine Crash Bomb. Damit kannst du nämlich alle Hunde treffen. Und damit sind die dann alle blind, oder? So, dann haben wir wenigstens die Hunde schon mal als Problem beseitigt. Wenn die nicht mehr treffen. Tun sie aber trotzdem noch, obwohl sie blind sind. Wenn du genau hier stehen bleibst, dann triffst du die... Kannst du drei treffen? Nein, ne? Dafür ist die Area zu klein. Dann greif erstmal weiter den da an. Den da. Okay, jetzt muss Lloyd dringend geheilt werden. Könnt ihr bitte aufhören, geheilt zu werden, dauerhaft? Item Terra Bun auf dich selbst. Jetzt kannst du hier aber deinen Salamander reinhauen. Die beiden treffen, ne? Kannst du vielleicht sogar drei treffen? Nein, zwei ist das Einzige, was du machen kannst. Der da ist gefährlich, der muss weg. Und sobald die CP wieder voll sind, werde ich sie dann auch benutzen. Oh nein, Tio. Bitte lass Tio überleben. Ja, das ist mir egal. Nein, Tio. Nein, warum? Reviving Baum. Komm hier. Kannst du nicht deinen Crimson Gale hier... Nein, das macht keinen Sinn. Du kannst Power Smash, du kannst hier die beiden erstmal in Schacht halten. Dass die beide Attack Delay kriegen. Du kannst Holy Bullet machen und uns alle hier erstmal heilen. Du machst Art. Terra und heilst Randy. Nicht getroffen, das ist schön. Der eine ist gleich schon mal weg, der gefährlichste von denen. Der ist weg. Hey Randy, wie wär's, wenn du nochmal den Power Smash machst, dass die nicht angreifen können? Und der ist auch noch vergiftet, der eine. Kannst du auch anschießen. Du kannst, guck mal, Craft, mach mal deinen Tiger Charge auf den da hinten. Immerhin sind deine CP bei 200.
Danke, weg mit dem. Jetzt treffen sie nicht, obwohl sie nicht blind sind. Attacke, du gehst auch mit auf den da hinten. So, du kannst keine Crafts mehr, du hast ja eben deinen Tiger Charge gemacht. Craft, Holy Bullet, kannst du damit die beiden hier treffen? Die haben es, glaube ich, gerade nötiger als ihr. Vor allem Tio. Es füllt ja auch die CP auf, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Dass es das auch noch macht. So, jetzt könnt ihr auch mit auf den drauf gehen. Ich meine, der hat sich jetzt so in die Nähe begeben, dass sich das hier anbietet, ne? Er wollte jetzt unbedingt von allen Seiten angegriffen werden. Der hat sich jetzt einfach so vor Tio gestellt und dann eigentlich nichts gemacht, ne? So, hier Terrorbalm nochmal auf Tio. Und Art. Terror. Einfach nur, damit du deinen. Damit die den Rush-Bonus nicht kriegen. Auf Ellie. Krieg ich den Rush-Bonus dann jetzt trotzdem? Nein, der verfällt. Gut. Ist mir immer noch lieber, als wenn die den kriegen. So, weg mit dem. Wie wär's, wenn Randy jetzt seinen Crimson Gale da drauf haut? Crimson Gale! Hat nicht so viel Schaden gemacht, wie wenn er komplett aufgefüllt ist. Du kannst doch jetzt nochmal hier Encourage machen. Jetzt, wo wir alle hier drumherum stehen. Alle auf einen. Attacke. Nochmal Attacke. Dann musst du den angreifen, weil du an den anderen nicht mehr drankommst. Attacke. Jetzt kannst du wieder mit auf den drauf gehen und triffst nicht. Warum? Lloyd, erklär mir das. Erklär mir dein Verhalten, Lloyd. So. Du kannst nochmal Art Tear auf dich selbst machen. Sie hat sehr wenig Leben, kann das sein? Sie ist die Einzige, die noch unter 1000 Gesamtleben hat. So, das war's jetzt aber. It's a good thing we didn't take them lightly. I cannot believe they are able to control those warhounds in such a manner, wo auch immer die jetzt hin sind. They aren't some two-bit monsters, that's for sure. Is this for real? How the hell did we get taken down by a bunch of kids? Resistance is futile. We'll be handing you over to the CGF first thing in the morning. But for tonight, we're gonna chuck you boys in the warehouse. Oh, don't worry. We'll be keeping watch. See what happens if you try to pull anything.
Jetzt haben sie wieder einen ganz krassen Escape-Plan, ne? Don't try to run. You ain't getting anyway. We're getting away. Oh, don't get the wrong idea. Sure, you may have caught us off guard, but we still have a trick up our sleeves. Okay, da passen ganz schön viele rein. There were more? This ain't looking good. Oh no. I don't like dogs nearly enough to play with them with 10 of them at the same time. Ja, aber waren das nicht eben noch 3 Hunde und jetzt sind's 4? Wo kommt der vierte her? Der jetzt hier gerade aufgestanden ist. How's it feel to have the tables turned? We're gonna pay you back double for making us look like chumps. I'm going to enjoy taking my sweet time torturing you brats. We'll see about that. This doesn't look good, Lloyd. Situation critical. Damn, guess I gotta bust it out. You punks, say your prayers yet? Let's get this party started. Der weiße Wolf. Hä? Huh? What's going on? Nice. Hier kommen die richtigen Wölfe. Tja. Jetzt kann ich die Frage zurückgeben. How does it feel to have the tables turned? The tables tamed, genau. It's him. The White Wolf. Nice, he even brought back up. Ich muss bei den Worten White Wolf irgendwie immer an den Witcher denken. Fragt mich nicht warum. Vielleicht, weil man ihn so nennt. Nice, he even brought back up. What are you much scared for? They're totally outnumbered, so quit cowering. Stop hiding your tails between your legs. This is the difference between the real deal and your fakes. No kidding. No way in hell I'd ever pit a dog against a wolf. They seem to be angry at the mafiosos for having smeared their good name. Have they come for retribution then? Give up, it's over. You're under arrest on the charges of property damage and assault, as well as resisting arrest. Die Hunde werden jetzt einer nach dem anderen wieder in den Wagen zurückgebracht. Danke, weißer Wolf. Vielen Dank. Ich mag den weißen Wolf. Ich mag Wölfe an sich gerne. Hatte Rennen was damit zu tun? So I've been caught, have I? That little wolf has some impressive senses. It's clear he's not just some regular old animal. And those four, they really didn't think this through, did they? I would have probably gotten to hear their blood-curdling screams right about now, had the wolves not saved them. A tumultuous road lies ahead of them. Was meinst du mit, du wurdest entdeckt? To be fair, they are only beginners. Oh my. Arios, was hast du mit Ren zu tun? Are you here to enjoy the show as well? Or were you waiting to make your heroic entrance once they realized they were in over their heads? Am I right, Arias McLean? Would you prefer the Divine Blade of Wind? They could say the same to you, Enforcer number 15 of the Society of Ouroboros, the Angel of Slaughter, Ren. Oh, you know me? I suppose I'd spare you the introduction then. You're everything I could expect from a Bracer who declined a promotion to S-Rank. Ach, er hat die abgelehnt. It's honestly much more than I deserve. The expectations to become Kessa's bright successor were also too much for me to bear. Ich kann nichts dafür, dass er Cassius ausgesprochen wird und nicht Cassius. Ich weiß, dass du
Kyodai, dass du lieber Cashew-Nüsse als Ass-Ears hast. Aber ich kann nichts dafür, dass er nun mal so ausgesprochen wird, scheinbar. Really now? I've only had the pleasure of meeting Cash's bride once, but I'm almost positive your swordsmanship surpasses his. You might even be on par with the strongest person I've ever known. Meinst du Löwe? Should I take that as a compliment? I found out that you've been staying here in Crossbow these past few months. I was convinced you were planning another of your tea parties at first. Don't be so quick to jump to conclusions. Crossbow is plenty stimulating regardless of whether I hold a tea party or not. It would be uncouth of me to start my own entertainment in addition to everything else. That's reassuring to hear, at least. I suppose you've come to Crossbow for personal reasons, then. Ja, Paramata reparieren zu lassen, oder? After this one question, if you will, how much longer will you continue to run away from them? Also von, Estelle und Joshua? Weißt du überhaupt, dass die hier sind? Well, it's not my place to interfere with your fate. Having them at the Crossbow branch has helped me in many ways. However, you understand you cannot continue running away from the answer that awaits, yes? Meinst du das damit, dass du gefunden wurdest, dass du been found out wurdest, weil Estelle und Joshua hier sind? Leave me alone. I have plenty of reasons other than Estelle and Joshua to be in Crossbow. I'm getting him repaired and there's something I need to find out. Was mit deinem Vater zu tun hat vielleicht? Oh, and what exactly could that be? Wouldn't you like to know? I promise to be a good little girl, so please leave me be. And on that note, I presume you won't be sharing any details with those two, correct? Indeed, you have nothing to worry about. As long as you leave this land be, I promise to not interfere in your own personal matters. Thank you. Now, if you'll excuse me, I'll be taking my leave. Have a wonderful evening, Mr. Divine Blade. Sie hat sich in die falsche Richtung verbeugt. Von ihm weg. Sie hat ihm ihren Hintern gezeigt. Ich wollte nur mal gesagt haben. A lost kitten. The three of them will continue to wander aimlessly with how things are going. If only there were a third party to create an opportunity for them. Das meinst du... I doubt it. Du meinst nicht, dass die SSS das sein kann. Meinst du nicht? Aber somit haben wir wahrscheinlich auch das erste Kapitel dann jetzt abgeschlossen, ne? Da werden sie abgeführt in einem Panzer. You've blown me away, everyone! I never would have guessed that you'd single-handedly solve the entire case. Honestly, I'm quite impressed. Next time, though, give us a call before you start a fight right outside the town. Sorry about that. I am hesitant to admit it, but the responsibility that the Mafia were getting their intel from the CGF commander crossed my mind for a second. It pains me to hear you say that, but I suppose I can't fault you for it. Das ist immerhin wahr, ne? Gut feelings aside, what would you have done if those white wolves didn't save you? Well, you see, we probably would have been served as dinner. Dann hätte doch Arias vorbeikommen können. In that sort of situation, it would have been prudent to discuss the matter directly with me, or with Sergei at least. There are always more options on the table. Crossbow faces as a myriad of trials and tribulations currently, that's an undeniable fact. But trying to solve them all on your own is nothing more than mere selfishness. Selfishness? Stand das selfishness? Selfishness. Warum habe ich selfishness gesagt? You may be right. I can't argue against that. Well, I think that's enough scolding for one day. I'm glad that you're all safe.
As the deputy commander of the Crosswell Guardian Force, I thank you for your assistance in this case. You're welcome, deputy commander. Would you look at this? I never thought I'd see the day when you thank me for something. Es war auch nicht an dich explizit gerichtet, sondern an die ganze Gruppe. By the way, deputy commander, what do we plan to do with the White Wolves that saved the SSS? I suppose our initial suspicions were completely unsubstantiated. It should be fine to leave them be, but... I would not let it worry you, Deputy Commander. They don't seem the type to cause any unnecessary trouble for those around them. Oh, is that your conclusion? In that regard, we humans are the foolish ones in this string of incidents. To think that the Mafia caused uproars all across the state in order to test their warhounds, and just because someone's backing them, they underestimated us. It's far-fetched on paper, yes. But considering the extent of the damage, surely there's no way they can talk their way out of it, right? You're kidding. They still have the chance to pay bail? Yes, there's a high probability they do. Up until now, we've managed to expose the Mafia smuggling operation near the border, but that comes at a cost. Each time we catch them, they pressure us to and get bailed out of jail. What's more, the smuggled goods are usually brought back to them under blatantly false pretenses. That can't be. Ja, jetzt merkst du erstmal, wie verdorben dieses Land wirklich ist. An annoying endless cycle. Come to think of it, Belgard Gate was facing a similar problem. Still, you have to remember that not everyone gives in to corruption. If every good man and woman were to lose hope now, Crossbill would be in peril. With that in mind, don't forget that there are people fighting against corruption as hard as they possibly can. Ja, die könnten doch einfach mal das Regime stürzen. Oder nicht, wenn es genug vernünftige Leute gibt. People like yourselves? Yes, ma'am. We'll make sure to never forget that. Good. I'm looking forward to seeing what you can do. Follow me, I can drive you back to Crossbow City if you want. Seeker, prepare to head out. Yes, ma'am. Good. Dann fahren wir jetzt in den Panzer mit, oder was? Nein, das ist ein anderes Auto. Aber das ist nicht das Auto, in dem wir angekommen sind, scheinbar. Guck mal, ich habe sogar in echt gegähnt. Jetzt extra dafür. Ist das nicht eine schauspielerische Meisterleistung? So sleepy. Aim to that. We practically pulled an all-nighter. Wollte gerade sagen, die haben die Nacht durchgemacht, oder? Limit reached. Considering standby. Once we get back to the annex, we're going to have a good long rest. The chief's report can wait until after we've recharged. A nap sounds lovely right about now. Ja. Oh! Er ist schon da. Yo, job well done. Chief, is something wrong? Don't tell me you went out of your way to welcome us back. How adorable! Dabei verlässt er doch sonst nie sein Büro. As if I would do something as sappy as that. Sonya just gave me a call and filled me in on what happened. Sounds to me like Lady Luck played a major part in your success today. You could say that. He's right, in the end we couldn't finish what we started. If you weren't waiting for us, what were you doing out here, Chief? It's quite the unusual location for your post-breakfast smoke, is it not? I can't help it, okay? He showed up out of nowhere, so can you blame me for wanting to take the edge off? Sag nicht, da ist jemand in seinem Büro. He showed up? Who are you talking about? You've got me curious, spill the beans. Der Typ, der uns immer anschreit vielleicht? Hell if I know. Something just tells me that he's here for you.
He seems like he's friendly, but kind of brazen. Well, okay then, so he's waiting for us inside. Time to see who our mystery guest is. Ja, wer ist unser mystery guest? Das ist eine gute Frage. Der Wolf! What? Oh my! The hell? It's him. A friend of yours, I hope. He came in without knocking. Caused me to subconsciously draw my gun, too. But man, this guy is even lazier than me. He just sprawled out on the ground here, so I left him to his business. How did you know? Why are you here? Oh. Tio, you catch any of that? Let me see. I am known as Zeit. I appreciate you clearing the way of false accusations against my brethren and I. Something along those lines. So his name is Zeit. Gibt es dann auch noch Raum? Ist sein Bruder Raum? He came to thank us? Maybe so, but this guy still sounds like a pompous ass. Really? What is it, Tio? How do I put this? Make no mistake, you four are still young and unreliable. I shall lend you a paw every now and then, out of pure necessity, but only when I feel like it. You'll do what? Help from a wolf? Whoa, can't we back up a minute? There is no need for concern. I left the pack to a subordinate, so they are incapable paws. That's not really the issue here. Ist das jetzt ein neues Gruppenmitglied? Ich mag ja Tiere als Gruppenmitglieder sehr gerne. A legendary divine wolf, huh? Congrats, you guys just won yourselves one hell of an ally. Chief, you can't be serious. For the time being, I just keep telling myself he's a police dog. But listen, this big guy is your responsibility, not mine. And with that settled, I'm off to bed. Ja, da gehen wir jetzt wahrscheinlich auch erstmal hin. Oder? Wait a second, Chief. Just our luck. Is this really okay? I agree with the Chief's decision. He will prove to be an invaluable member of the special support section. Besides, don't you think his fluffy white tuft of fur is really cute? Yeah. Yes, it's incredibly adorable. Well, suppose we'll see how this plays out. Might be useful for when we're in a pinch, huh? Maybe you guys are right. If we just leave him like that, he'll look like a stray. Maybe we get him a collar somewhere? Damit er ein richtiger Police Dog ist. Kriegen wir ihn wirklich in die Gruppe? Das wäre cool. Damit ist das Kapitel tatsächlich abgeschlossen. Und ich bin wieder befördert worden. Safe. Wolf Down Chapter. So. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle. Bis dann, Leute. Ciao.